Die Eroberung des Himmels. Tierische Vorbilder der Lüfte. Wenn die Fliege beschließt zu fliegen. Eine Stubenfliege, lästig in der Küche, ein dunkles, behaartes Insekt mit seltsamen, riesigen Augen und außergewöhnlichen Flugkünsten. Insekten sind mit ihrem Fluggerät, den Engelsflügeln, am nächsten. Denn sie haben ihre Beinchen nicht in Flügel umgewandelt, ihre Flügel ragen aus ihrem Rücken heraus. Heute sind das fast ganz eigene Gliedmaßen. Biologe Gerhard Hassbrunner von der Zoologischen Staatssammlung München. Da nimmt man an, dass das ursprünglich kiemenartige Dinger waren, die dann sozusagen ausgebreitet wurden und aufgrund der Größe eben ein Gleitfliegen zunächst einmal ermöglichen. Und wie gesagt, unter den Blinden ist der einäugige König. Das heißt also, selbst ein Insekt, das nur schlecht fliegt, hat natürlich ganz große Vorteile gegenüber anderen Insekten beispielsweise, die gar nicht fliegen. Wie kleine Tragflächen eines Segelfliegers breiteten sich diese Hautausstülpungen wahrscheinlich nach links und rechts aus, sagt der Biologe. Eine Wiese ist ja für einen kleinen Käfer, der nicht fliegen könnte, beispielsweise, ja, ein Dschungel, wenn Sie so wollen. Und da tut man sich natürlich als Flieger unendlich viel leichter, irgendwo hinzukommen. Vor 400 Millionen Jahren im Devon-Zeitalter gab es noch keine fliegenden Insekten. Doch nur 80 Millionen Jahre später gibt es schon voll funktionsfähige Flügel. Das heißt, in dieser Zeit entstand das Gleitfliegen und dann das echte Fliegen und damit eine neue Insektenart. Weil Insektenflügel so zart und zerbrechlich sind, lässt sich die Entwicklung des Fliegens bei diesen Tieren heute nur schwer nachvollziehen. Zwischenstufen auf dem Weg zum echten Flügel haben sich nicht erhalten. Forscher wie der Biologe Gerhard Hassbrunner können hier nur spekulieren. Eine der plausibelsten Erklärungen leitet sich aus der Entstehungsgeschichte der Insekten ab. Wir wissen heute, die Insekten entwickeln sich aus krebsartigen Vorfahren heraus. Also ursprünglich waren die im Wasser und kommen sozusagen aus dem Wasser heraus. Das haben wir auch heute noch bei den ursprünglichsten Fluginsekten so. Eintagsfliegen oder Libellen, die sind als Larve noch immer im Wasser. Und erst wenn sie dann als Imago ausschlüpfen, erst dann werden sie zum Flieger. Die Larven sind, also haben nach wie vor, wenn sie so wollen, noch eine Reminiszenz an diese Krebsnatur. Und diese krebsartigen Vorfahren hatten wahrscheinlich Kiemen. Aus denen könnten später die Flügel geworden sein. Oder eine Hautschicht könnte die Kiemen geschützt, sich dann vergrößert und zum Flügel weiterentwickelt haben. Fliegen im Mikrokosmos. Es ist ein beliebtes Motiv in Horrorfilmen. Eine überlebensgroße Libelle, so groß wie ein Pferd, schwirrt durch den Urwald und jagt alles, was ihr in den Weg kommt. Doch zum Glück, das funktioniert nur im Film. Denn eine gewisse Größe können fliegende Insekten nicht übersteigen. Zoologe Gerhard Hassbrunner. Und zwar deswegen, weil sich mit zunehmender Größe für das Insekt die Physik der Luft ändert. Je kleiner das Insekt ist, umso zähflüssiger wird die Luft physikalisch. Das heißt, also ein Kleininsekt, also unter 1 Millimeter, das fliegt eigentlich nicht mehr durch Gas, sondern eigentlich schon durch ein Medium, das wir jetzt auf unsere Größe übertragen, schon fast als Wasser empfinden würden. Also der schwimmt eigentlich durch die Luft und fliegt jetzt nicht in unserem Sinn. Insektenflügel sind nicht aerodynamisch geformt, wie wir das von Vögeln oder Flugzeugen kennen. Insektenflügel sind flach und manchmal wie Paddel, mit denen sich die Sechsbeiner durch die dicke Luft fortbewegen. Die größten Fluginsekten, die wir kennen, sind Libellen. Heute erreichen sie eine Flügelspannweite von bis zu 20 Zentimetern. Doch das ist nichts im Vergleich mit den Urlibellen. Vor rund 320 Millionen Jahren flogen sie mit einer stattlichen Spannweite von 72 Zentimetern herum. Sie gehörten damit zu den größten Insekten, die je gelebt haben. Und sie haben sich im Laufe der Zeit so hervorragend an ihr Medium, die Luft, angepasst, dass sie sich in Körper- und Flügelbau in den letzten 150 Millionen Jahren kaum noch verändert haben. Sie sind perfekte Jäger.
das sind ja Flugräuber. Das heißt, wenn ich natürlich andere Fluginsekten im Flug erbeuten will, muss ich selber noch besser fliegen als die, die ich jage. Also gerade Libellen sind also hervorragende Manövrierer. Die können also auch hier am Stand stehen. Einige können sogar ein bisschen rückwärts fliegen, was also extrem schwierig ist von der Mechanik her. Also das sind wahrscheinlich eine der besten Flieger im ganzen Insektenreich. Welch eine Ironie. Da entwickelten manche Insekten den Flug, um ihren Feinden an Land zu entkommen, um damit die Entwicklung von noch besseren Fliegern anzustoßen, die ihnen genau dort wieder gefährlich werden konnten. Doch es gab einen Trost für die kleinen Fliegen. Auch die Libellen blieben nicht ewig die Herren des Luftraums. Rund 100 Millionen Jahre dauerte es zwar, doch dann verließen auch andere Tiere den festen Boden. Die Zeit der Flugsaurier brach an. Wenn Reptilien fliegen wollen. Die sogenannten Archosaurier sind bis heute die beeindruckendste Gruppe der Reptilien. Dazu gehörten auch die Dinosaurier und die Flugsaurier. Und Flugsaurier waren die ersten Wirbeltiere, die fliegen konnten. Doch wie entwickeln sich aus echsenähnlichen Tieren Flieger? Oliver Rauhut von der Paläontologischen Staatssammlung in München. In dem Fall ist es so, dass man sich natürlich generell zwei Möglichkeiten vorstellen kann. Die eine Möglichkeit, das ist das, was sozusagen erstmal intuitiv einleuchtend erscheint, ist sozusagen der Flug von oben runter. Das heißt also, das waren irgendwelche kletternden Tiere, die auf den Bäumen gelebt haben und dann halt von dort aus heruntergesprungen sind und dann natürlich dadurch, wenn sie irgendwie erstmal Flughaut hatten oder sowas, einen gewissen Vorteil hatten und damit sich also weiter retten konnten mit diesen Sprüngen. Im Laufe der Zeit wäre dann daraus halt natürlich der aktive Flug geworden. Also ähnlich wie Flughörnchen heute von Baum zu Baum schweben, könnte bei Flugsauriern das Fliegen entstanden sein. Die andere Möglichkeit ist die Entwicklung des Flugvermögens vom Boden aus. Das heißt also, dass wir Tiere haben, die auf dem Boden gelebt haben, wahrscheinlich als schnell laufende Tiere, die dann erstmal halt eine Flughaut, beziehungsweise halt im Fall der Vögel Federn, eventuell für Stabilisierung während des Laufens benutzt haben und dann eventuell halt, um Sprünge zu verlängern auch und damit dann letztendlich die Flugfähigkeit erworben haben. Also entweder von oben nach unten hüpfen oder schnell laufen. Doch welche Methode ist die plausiblere? Wenn man sich die Flügel der Flugsaurier ansieht, dann fällt eine Besonderheit auf. Die dünne, aber robuste Flughaut spannt sich entlang des kleinen Fingers auf. Dazu wurde der kleine Finger überlang und so reicht die Flughaut von der Außenseite der Hand entlang des Oberkörpers bis hin zu den Hinterbeinen. Flugsaurier fliegen also mit dem ganzen Arm, mithilfe des langen kleinen Fingers. Die Flughaut lässt sich aber nicht so gut einklappen oder zusammenfalten wie die Insektenflügel. Oliver Rauhut. Das heißt also, eine solche Flughaut würde natürlich schon gerade auch ein schnelles Rennen im gewissen Sinne behindern. Und zum anderen ist das eigentlich ein typisches Modell, wie wir es uns vorstellen, wie es normalerweise von baumkletternden Tieren erworben wird. Das heißt also, im Fall der Flugsaurier ist es eigentlich eher wahrscheinlich, dass die durch so ein baumkletterndes Tier, was dann halt seine Sprünge verlängern musste, entstanden sind. Zum Fliegen geboren. Die Flugsaurier müssen, soweit man das aus den Fossilfunden herauslesen kann, sehr gute Flieger gewesen sein. Eigentlich nicht überraschend, haben sie doch über 150 Millionen Jahre ihre Vorherrschaft im Himmel behauptet. Flugsaurier zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine extreme Leichtbauweise haben. Noch extremer als bei den Vögeln. Bei den Vögeln kennen wir das ja schon, dass sehr viele Knochen hohl sind, mit Luft gefüllt sind beim lebenden Tier. Das ist bei den Flugsauriern ebenfalls der Fall. Und das geht also bei den Flugsauriern bis in die Extreme, dass halt selbst bei sehr großen Flugsauriern, die also zum Teil 6, 7, 8 Meter Spannweite oder sowas erreichen, sind dann die eigentlichen Knochenwände nur noch ungefähr einen Millimeter dick, die Knochen völlig hohl und damit natürlich die Tiere extrem leicht. Also wir können berechnen, dass zum Beispiel ein Tier wie ein Pteranodon mit 7, 8 Meter Spannweite wahrscheinlich als lebendes Tier weniger als 70 Kilo gewogen hat. Und das deutet natürlich schon darauf hin, dass diese Tiere wirklich gute Flieger waren. Ein Tier, dessen Flügelspannweite zweimal so lang war wie ein Kleinwagen, wog also nicht mehr als ein erwachsener Mensch. Und gut fliegen können mussten sie auch.
Denn ähnlich wie die Libellen hatten es wahrscheinlich viele von ihnen auf ihre tierischen Kollegen in der Luft abgesehen. Und die muss man im Flug erst mal fangen können. Doch auch hier können die Forscher nur spekulieren. Denn die dünnen, hohlen Flugsaurierknochen erhalten sich schlecht. Die meisten Exemplare hat man in ehemaligen Seen- oder Flachmeergebieten gefunden, wo noch die besten Bedingungen für das Entstehen von Fossilien herrschen, sagt Oliver Rauhut. Damit ist es nicht verwunderlich, dass ein Großteil der Flugsaurier, die wir kennen, Fischfresser waren, offenbar. Also vielleicht sowas ein Äquivalent wie die heutigen Möwen. Wir kennen ansonsten von den Flugsauriern auch Insektenfresser und es gibt ein paar, die auch als Fruchtfresser wahrscheinlich gelebt haben. Was uns zurzeit noch völlig fehlt, sind irgendwelche greifvogelähnlichen Flugsaurier, also irgendwie reine Räuber oder Jäger, kennen wir bisher unter den Flugsauriern nicht. Was man aber weiß, die Flugsaurier waren nicht nackt. Das Fliegen ist eine extrem energieraubende Tätigkeit und dabei darf man nicht auskühlen. Man geht deshalb davon aus, dass die Flugsaurier ein Fell hatten, ähnlich wie die Fledermäuse heute. Sie waren sicherlich auch warmblütig und nicht mehr wechselwarm wie ihre Vorfahren. Riesen der Lüfte und ihre Konkurrenten. Über Jahrmillionen blieben die Flugsaurier klein. Doch in dem Zeitalter, in dem sich auch die Riesendinosaurier wie T-Rex oder der Brachiosaurus entwickelten, wurden auch die Flugsaurier größer und größer. Und zwar auf der gesamten Erde. Der größte, den man bislang gefunden hat, soll eine Flügelspannweite von sagenhaften 12 Metern gehabt haben. Das ist so lang wie ein Bus. In der Kreidezeit, also vor rund 145 Millionen Jahren, wurden dafür die kleinen Flugsaurier immer seltener, sagt Oliver Rauhut. Das führt man unter anderem darauf zurück, dass das offenbar die Zeit war, wo sich die Vögel entwickelt haben und ihre große Bandbreite sozusagen entwickelt haben. Und dass wahrscheinlich gerade halt in diesem Bereich der kleinen Flugtiere die Vögel den Flugsauriern dann wohl erfolgreiche Konkurrenz gemacht haben. Und damit gab es dann nur noch diese großen Tiere. Ganz ausgestorben sind die Flugsaurier vor 65 Millionen Jahren. Die riesigen Reptilien waren besonders anfällig für die katastrophalen Umweltveränderungen am Ende der Kreidezeit. Auch die Dinosaurier wurden Opfer des Massenaussterbens. Oder vielleicht doch nicht? Oliver Rauhut. Die Vögel sind echte Dinosaurier, also im Prinzip jeden Spatz, den sie sich angucken, ist ein verkappter T-Rex sozusagen. Das heißt also, sie sind direkte Nachfahren der Raubsaurier. Vom Raubsaurier zum Vogel. Die heutigen Vögel haben sich aus den Raubsauriern entwickelt. Genauer, sie sind nach aktueller Lesart der Paläontologen gemeinsam mit den Krokodilen sogar die letzten überlebenden echten Dinosaurier auf unserer Erde. Ein T-Rex konnte fliegen? Das wohl kaum, sagt Oliver Rauhut. Sie stammen von offenbar kleinen Raubsauriern ab, die irgendwann im Jura gelebt haben. Der älteste bekannte Vogel ist immer noch Archaeopteryx, den wir hier natürlich aus den Plattenkalken des Altmühltals kennen. Der ist also etwa 140 Millionen Jahre alt. Das waren so wahrscheinlich die ersten Vögel. Wie gut Archaeopteryx fliegen konnte, ist immer noch umstritten. Aber von da an ging es dann im Prinzip halt los mit der Evolution der Vögel. Es gab dann im Laufe des Erdmittelalters schon eine ganze Bandbreite verschiedener Vogelgruppen, von denen die meisten auch wieder ausgestorben sind. Und gegen Ende der Kreidezeit, beziehungsweise dann natürlich nach dem Aussterben der Dinosaurier oder der anderen Dinosaurier, muss man dann natürlich besser sagen, haben sich die heutigen Vögel, also die Neonites, durchgesetzt, die ja heute jetzt dann auch mit wahrscheinlich über 10.000 Arten die erfolgreichste terrestrische Wirbeltiergruppe immer noch stellen. So gesehen sind die Dinosaurier bis heute eigentlich eine extrem erfolgreiche Gruppe von Wirbeltieren. Das Spannende an der Entwicklung der Vögel ist, dass sich viele Voraussetzungen für den Vogelflug entwickelt haben, lange bevor die kleinen Raubsaurier dem Fliegen nur nahe kamen. Ebenso wie bei den Flugsauriern geht man heute davon aus, dass diese kleinen Raubsaurier auch schon eine konstante Körpertemperatur hatten. Zoologe Gerhard Hasbrunner. Also wir wissen heute, dass auch der Tyrannosaurus Rex zum Beispiel oder dieser Velociraptor, den Sie von Jurassic Park vielleicht kennen, dass die bereits Federn hatten. Sie konnten noch nicht fliegen, aber sie hatten bereits Federn, und zwar primär zur Isolierung. Es waren also primär Daunenfedern. Und dann in allen möglichen Varianten werden Federn länger und Gleitflüge ausgeprägt. Das heißt, schon vor rund 250 Millionen Jahren hatten Dinosaurier Federn.
Doch wie genau der Vogelflug und vor allem die aerodynamischen Flügel entstanden sind, ist bislang noch nicht völlig geklärt. Allein die Entwicklung einer Daune in eine asymmetrische Flugfeder ist ein komplexer Vorgang. Doch wahrscheinlich entstand das Fliegen bei den Vögeln nicht durch einen Gleitflug von Baum zu Baum, wie bei den Flugsauriern, sondern weil die Raubsaurier ihre Federn beim Rennen zur Stabilisierung genutzt haben könnten, sagt Paläontologe Oliver Rauhut. Es klingt erstmal weniger einleuchtend vielleicht als diese von oben runter Theorie, aber es ist also mechanisch machbar und gerade im Fall der Vögel hat das sehr viele Daten auf seiner Seite, weil wir einfach halt wissen, dass sehr viele dieser kleinen Raubsaurier, von denen ja die Vögel abstammen, sehr kleine, schnell laufende Tiere wohl waren, die aber weniger geeignet waren, um auf Bäume zu klettern. Der bekannteste Urvogel ist der Archaeopteryx. Ihn hat man unter anderem in Solnhofen und Eichstätt gefunden. Er hat noch viele Merkmale der ursprünglichen Raubsaurier, wie eine lange Schwanzwirbelsäule. Doch er hat auch schon zahlreiche Vogelmerkmale, wie die asymmetrischen Schwungfedern und die nach hinten gerichtete erste Zehe am Fuß, wie wir sie auch von heutigen Vögeln kennen. Der Trick mit der Aerodynamik. Vögel haben es geschafft, durch ihre besondere Flügelform eine besonders effektive Art des Fliegens zu entwickeln. Gerhard Hasbrunner. Das Flügelprofil ist eben so gestaltet, dass wenn die Luft drüber streicht, entsteht durch das Flügelprofil nach oben ein Unterdruck und der hebt sozusagen das ganze Gerät nach oben. Und das ist eigentlich genau das Prinzip, nach dem alle Flugzeuge heute fliegen. Wenn Sie einen Düsenjet anschauen, den Flügel, der ist eben oben stärker gebogen als unten. Damit muss die Luft, wenn sie drüber streicht, oben einen längeren Weg zurücklegen als unten. Damit wird sie dünner und damit haben Sie diesen Auftrieb. Vögel sind mit dieser Methode so erfolgreich, dass man sie heute fast überall auf der Erde finden kann. Und jeder Vogel fliegt auf seine ganz spezielle Weise, je nachdem, wie groß er ist, sagt Gerhard Hasbrunner. Die Großen schwören auf den Gleitflug. Also der Adler, das ist ja bekannt, der nimmt also Bodenthermik auf, also wie ein Segelflieger, schraubt sich der an einer Aufwindstelle hinauf und macht dann einen Segelflug, wie der Segelflieger auch. Der Albatros macht es noch raffinierter, der fliegt knapp über dem Wasser und vor allem dann, wenn das Wasser bewegt ist, dann nützt der sozusagen die Wellenenergie und nützt den Schwung, den die Welle hat, um zu schweben. Das heißt, der fliegt wirklich kilometerweit, ohne Flügelschlag. Der kann so raffiniert manövrieren, dass er das ausnützen kann. Also das ist wahrscheinlich der beste Flieger überhaupt, weil der fast ohne Energie fliegt. Der kleine Kolibri dagegen, der hat mit Gleiten wenig am Hut. Er kann dafür in der Luft stehen bleiben und sogar rückwärts fliegen. Mit extrem hohen Schlagfrequenzen hält sich der kleine Vogel in der Luft. Er nutzt nämlich auch beim Zurückschlagen der Flügel den Auftrieb. Dabei vollführen seine Flügel eine Bewegung, die einer liegenden Acht ähnelt. Der Nachteil ist, dieses Fliegen kostet unglaublich viel Energie. Also das ist jetzt kein Energiesparer, der muss wahnsinnig viel Energie da hineinstecken und darum brauchen die auch eine Hochenergienahrung. Darum müssen die nämlich Blüten besuchen. Also die trinken praktisch permanent Traubenzuckerlösung, wenn sie so wollen, Nektar. Und haben speziell in den größeren Höhen ernsthafte Schwierigkeiten, die Nacht zu überstehen, weil sie fast verhungern in der Nacht. Also die müssen gleich am Morgen sofort wieder fressen, weil sonst verhungern sie einfach. Fliegen mit der Hand. Das ist eine Haut, die sich hier zwischen den Fingern aufspannt. Sieht hier so, das ist der Daumen und dann hier zweiter, dritter, vierter, fünfter Finger. Und zwischen denen spannt sich das auf. Deswegen heißt, auf Lateinisch heißen die auch Chiroptera, was Handflügler heißt deswegen, weil sich der Flügel zwischen der Hand aufspannen. Und dann hier zwischen den Beinen sieht man auch noch die Schwanzflughaut, die sich hier aufspannt. Die wird auch teilweise zum Flug mit benutzt, aber auch zum Insektenfang. Stefan Greif spreizt die Flügel einer kleinen Fransenfledermaus, die genau in seine Hand passt. Der Biologe arbeitet am Max-Planck-Institut für Ornithologie. Die Fledermausforscher haben hier eine eigene kleine Abteilung. Wie ihre fliegenden Kollegen, die Vögel, erhoben sich auch die Fledertiere, das sind Fledermäuse und Flughunde, in die Lüfte. Vor rund 50 Millionen Jahren war das. Wie genau das vor sich gegangen ist, ist bis heute nicht ganz geklärt.
denn die kleinen zarten Knochen der Fledermäuse beispielsweise erhalten sich im Fossil sehr schlecht. Doch was man weiß, ist Folgendes. Bei den Fledertieren hat sich das Fliegen noch einmal ganz neu entwickelt. Denn mit den Händen fliegt außer ihnen keiner. Biologe Stefan Greif ist fasziniert von den Flugfähigkeiten der kleinen Nachtflieger. Die können auf der Stelle hovern, die können extrem manövrierfähig im kleinsten Raum wenden, sehr schnell fliegen und auch super schnell abbremsen. Also sind sehr, sehr geschickte Flieger. Das müssen sie auch sein, denn sie sind die Libellen unter den fliegenden Säugetieren. Sie fangen im Flug Insekten. Ihre nächsten Verwandten, die Flughunde, sind größer als Fledermäuse und Früchtefresser. Das auffälligste Merkmal der Fledermäuse ist sicherlich die Echoortung. Die Tiere jagen in der Nacht. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Fledermäuse schon vor rund 50 Millionen Jahren die Echoortung beherrscht haben. Sie sind in ihrer Größe und Nahrungssuche direkte Konkurrenten der Vögel, die vor 145 Millionen Jahren die kleinen Flugsaurier überrundet haben. Vielleicht jagen die Fledermäuse ja darum in der Nacht, da sehen die Vögel nichts. Ideale Bedingungen, um den Lebensraum Luft, der tagsüber von den Vögeln besetzt ist, auszunutzen. Fliegen ein Erfolgsmodell? Für bestimmte Tiere ist es das sicherlich. Doch das Fliegen ist mit einem immensen Energieaufwand verbunden und führt in den meisten Fällen auch dazu, dass das Laufen nicht mehr so gut funktioniert. Trotzdem ist es auch nicht verwunderlich, dass die Menschen den fliegenden Tieren schon immer nacheiferten. Und das Fliegen noch einmal neu erfunden haben, sagt Gerhard Hasbrunner, nämlich mit dem Helikopter. Das finden Sie im Tierreich überhaupt nicht. Also das gibt es eigentlich nicht. Es gibt ja im Tierreich kein Rad, bestenfalls auf der molekularbiologischen Ebene. Das ist wirklich ein Flugprinzip, das ist völlig eigenständig. Gibt es auch kein Vorbild dafür. Nicht überraschend, haben sie doch über 150 Millionen Jahre ihre Vorherrschaft im Himmel behauptet. Flugsaurier zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine extreme Leichtbauweise haben. Noch extremer als bei den Vögeln. Bei den Vögeln kennen wir das ja schon, dass sehr viele Knochen hohl sind, mit Luft gefüllt sind beim lebenden Tier. Das ist bei den Flugsauriern ebenfalls der Fall. Und das geht also bei den Flugsauriern bis in die Extreme, dass halt selbst bei sehr großen Flugsauriern, die also zum Teil 6, 7, 8 Meter Spannweite oder sowas erreichen, sind dann die eigentlichen Knochenwände nur noch ungefähr einen Millimeter dick, die Knochen völlig hohl und damit natürlich die Tiere extrem leicht. Also wir können berechnen, dass zum Beispiel ein Tier wie ein Pteranodon mit 7, 8 Meter Spannweite wahrscheinlich als lebendes Tier weniger als 70 Kilo gewogen hat. Und das deutet natürlich schon darauf hin, dass diese Tiere wirklich gute Flieger waren. Ein Tier, dessen Flügelspannweite zweimal so lang war wie ein Kleinwagen, wog also nicht mehr als ein erwachsener Mensch. Und gut fliegen können mussten sie auch. Denn ähnlich wie die Libellen hatten es wahrscheinlich viele von ihnen auf ihre tierischen Kollegen in der Luft abgesehen. Und die muss man im Flug erst mal fangen können. Doch auch hier können die Forscher nur spekulieren. Denn die dünnen, hohlen Flugsaurierknochen erhalten sich schlecht. Die meisten Exemplare hat man in ehemaligen Seen- oder Flachmeergebieten gefunden, wo noch die besten Bedingungen für das Entstehen von Fossilien herrschen, sagt Oliver Rauhut. Damit ist es nicht verwunderlich, dass ein Großteil der Flugsaurier, die wir kennen, Fischfresser waren, offenbar. Also vielleicht sowas ein Äquivalent wie die heutigen Möwen. Wir kennen ansonsten von den Flugsauriern auch Insektenfresser und es gibt ein paar, die auch als Fruchtfresser wahrscheinlich gelebt haben. Was uns zurzeit noch völlig fehlt, sind irgendwelche greifvogelähnlichen Flugsaurier, also irgendwie reine Räuber oder Jäger, kennen wir bisher unter den Flugsauriern nicht. Was man aber weiß, die Flugsaurier waren nicht nackt. Das Fliegen ist eine extrem energieraubende Tätigkeit und dabei darf man nicht auskühlen. Man geht deshalb davon aus, dass die Flugsaurier ein Fell hatten, ähnlich wie die Fledermäuse heute. Sie waren sicherlich auch warmblütig und nicht mehr wechselwarm wie ihre Vorfahren. Riesen der Lüfte und ihre Konkurrenten. Über Jahrmillionen blieben die Flugsaurier klein. Doch in dem Zeitalter, in dem sich auch die Riesendinosaurier wie T-Rex oder der Brachiosaurus entwickelten, wurden auch die Flugsaurier größer und größer. Und zwar auf der gesamten Erde.
Der größte, den man bislang gefunden hat, soll eine Flügelspannweite von sagenhaften 12 Metern gehabt haben. Das ist so lang wie ein Bus. In der Kreide. Die sogenannten Archosaurier sind bis heute die beeindruckendste Gruppe der Reptilien. Dazu gehörten auch die Dinosaurier und die Flugsaurier. Und Flugsaurier waren die ersten Wirbeltiere, die fliegen konnten. Doch wie entwickeln sich aus echsenähnlichen Tieren Flieger? Oliver Rauhut von der Paläontologischen Staatssammlung in München. In dem Fall ist es so, dass man sich natürlich generell zwei Möglichkeiten vorstellen kann. Die eine Möglichkeit, das ist das, was sozusagen erstmal intuitiv einleuchtend erscheint, ist sozusagen der Flug von oben runter. Das heißt also, das waren irgendwelche kletternden Tiere, die auf den Bäumen gelebt haben und dann halt von dort aus heruntergesprungen sind und dann natürlich dadurch, wenn sie irgendwie erstmal Flughaut hatten oder sowas, einen gewissen Vorteil hatten und damit sich also weiter retten konnten mit diesen Sprüngen. Im Laufe der Zeit wäre dann daraus halt natürlich der aktive Flug geworden. Also ähnlich wie Flughörnchen heute von Baum zu Baum schweben, könnte bei Flugsauriern das Fliegen entstanden sein. Die andere Möglichkeit ist die Entwicklung des Flugvermögens vom Boden aus. Das heißt also, dass wir Tiere haben, die auf dem Boden gelebt haben, wahrscheinlich als schnell laufende Tiere, die dann erstmal halt eine Flughaut beziehungsweise halt im Fall der Vögel Federn eventuell für Stabilisierung während des Laufens benutzt haben und dann eventuell halt um Sprünge zu verlängern auch und damit dann letztendlich die Flugfähigkeit erworben haben. Also entweder von oben nach unten hüpfen oder schnell laufen. Doch welche Methode ist die plausiblere? Wenn man sich die Flügel der Flugsaurier ansieht, dann fällt eine Besonderheit auf. Die dünne, aber robuste Flughaut spannt sich entlang des kleinen Fingers auf. Dazu wurde der kleine Finger überlang. Und so reicht die Flughaut von der Außenseite der Hand entlang des Oberkörpers bis hin zu den Hinterbeinen. Flugsaurier fliegen also mit dem ganzen Arm, mit Hilfe des langen kleinen Fingers. Die Flughaut lässt sich aber nicht so gut einklappen oder zusammenfalten wie die Insektenflügel. Oliver Rauhut. Das heißt also, eine solche Flughaut würde natürlich schon gerade auch ein schnelles Rennen im gewissen Sinne behindern. Und zum anderen ist das eigentlich ein typisches Modell, wie wir es uns vorstellen, wie es normalerweise von baumkletternden Tieren erworben wird. Das heißt also, im Fall der Flugsaurier ist es eigentlich eher wahrscheinlich, dass die durch so ein baumkletterndes Tier, was dann halt seine Sprünge verlängern musste, entstanden sind. Zum Fliegen geboren. Die Flugsaurier müssen, soweit man das aus den Fossilfunden herauslesen kann, sehr gute Flieger gewesen sein. Eigenzeit, also vor rund 145 Millionen Jahren, wurden dafür die kleinen Flugsaurier immer seltener, sagt Oliver Rauhut. Das führt man unter anderem darauf zurück, dass das offenbar die Zeit war, wo sich die Vögel entwickelt haben und ihre große Bandbreite sozusagen entwickelt haben. Und dass wahrscheinlich gerade halt in diesem Bereich der kleinen Flugtiere die Vögel den Flugsauriern dann wohl erfolgreiche Konkurrenz gemacht haben. Und damit gab es dann nur noch diese großen Tiere. Ganz ausgestorben sind die Flugsaurier vor 65 Millionen Jahren. Die riesigen Reptilien waren besonders anfällig für die katastrophalen Umweltveränderungen am Ende der Kreidezeit. Auch die Dinosaurier wurden Opfer des Massenaussterbens. Oder vielleicht doch nicht? Oliver Rauhut. Die Vögel sind echte Dinosaurier. Also im Prinzip jeden Spatz, den sie sich angucken, ist ein verkappter T-Rex sozusagen. Das heißt also, sie sind direkte Nachfahren der Raubsaurier. Vom Raubsaurier zum Vogel. Die heutigen Vögel haben sich aus den Raubsauriern entwickelt. Genauer, sie sind nach aktueller Lesart der Paläontologen gemeinsam mit den Krokodilen sogar die letzten überlebenden echten Dinosaurier auf unserer Erde. Ein T-Rex konnte fliegen? Das wohl kaum, sagt Oliver Rauhut. Sie stammen von offenbar kleinen Raubsauriern ab, die irgendwann im Jura gelebt haben. Der älteste bekannte Vogel ist immer noch Archaeopteryx, den wir hier natürlich aus den Plattenkalken des Altmühltals kennen. Der ist also etwa 140 Millionen Jahre alt. Das waren so wahrscheinlich die ersten Vögel. Wie gut Archaeopteryx fliegen konnte, ist immer noch umstritten. Aber von da an ging es dann im Prinzip halt los mit der Evolution der Vögel. Es gab dann im Laufe des Erdmittelalters schon eine ganze Bandbreite verschiedener Vogelgruppen, von denen die meisten auch wieder ausgestorben sind.
Und gegen Ende der Kreidezeit, beziehungsweise dann natürlich nach dem Aussterben der Dinosaurier oder der anderen Dinosaurier, muss man dann natürlich besser sagen, haben sich die heutigen Vögel, also die Neonites, durchgesetzt, die ja heute jetzt dann auch mit ja wahrscheinlich über 10.000 Arten die erfolgreichste terrestrische Wirbeltiergruppe immer noch stellen. So gesehen sind die Dinosaurier bis heute eigentlich eine extrem erfolgreiche Gruppe von Wirbeltieren. Das Spannende an der Entwicklung der Vögel ist, dass sich viele Voraussetzungen für den Vogelflug entwickelt haben, lange bevor die kleinen Raubsaurier dem Fliegen nur nahe kamen. Ebenso wie bei den Flugsauriern geht man heute davon aus, dass diese kleinen Raubsaurier auch schon eine konstante Körpertemperatur hatten. Zoologe Gerhard Hasbrunner. Also wir wissen heute, dass auch der Tyrannosaurus Rex. Die Eroberung des Himmels. Tierische Vorbilder der Lüfte. Wenn die Fliege beschließt zu fliegen. Eine Stubenfliege, lästig in der Küche, ein dunkles, behaartes Insekt mit seltsamen, riesigen Augen und außergewöhnlichen Flugkünsten. Insekten sind mit ihrem Fluggerät, den Engelsflügeln, am nächsten. Denn sie haben ihre Beinchen nicht in Flügel umgewandelt, ihre Flügel ragen aus ihrem Rücken heraus. Heute sind das fast ganz eigene Gliedmaßen. Biologe Gerhard Hasbrunner von der Zoologischen Staatssammlung München. Da nimmt man an, dass das ursprünglich kiemenartige Dinger waren, die dann sozusagen ausgebreitet wurden und aufgrund der Größe eben ein Gleitfliegen zunächst einmal ermöglichen. Und wie gesagt, unter den Blinden ist der einäugige König. Das heißt also, selbst ein Insekt, das nur schlecht fliegt, hat natürlich ganz große Vorteile gegenüber anderen Insekten beispielsweise, die gar nicht fliegen. Wie kleine Tragflächen eines Segelfliegers breiteten sich diese Hautausstülpungen wahrscheinlich nach links und rechts aus, sagt der Biologe. Eine Wiese ist ja für einen kleinen Käfer, der nicht fliegen könnte, beispielsweise ja ein Dschungel, wenn Sie so wollen. Und da tut man sich natürlich als Flieger unendlich viel leichter, irgendwo hinzukommen. Vor 400 Millionen Jahren im Devon-Zeitalter gab es noch keine fliegenden Insekten. Doch nur 80 Millionen Jahre später gibt es schon voll funktionsfähige Flügel. Das heißt, in dieser Zeit entstand das Gleitfliegen und dann das echte Fliegen und damit eine neue Insektenart. Weil Insektenflügel so zart und zerbrechlich sind, lässt sich die Entwicklung des Fliegens bei diesen Tieren heute nur schwer nachvollziehen. Zwischenstufen auf dem Weg zum echten Flügel haben sich nicht erhalten. Forscher wie der Biologe Gerhard Hasbrunner können hier nur spekulieren. Eine der plausibelsten Erklärungen leitet sich aus der Entstehungsgeschichte der Insekten ab. Wir wissen heute, die Insekten entwickeln sich aus krebsartigen Vorfahren heraus. Also ursprünglich waren die im Wasser und kommen sozusagen aus dem Wasser heraus. Das haben wir auch heute noch bei den ursprünglichsten Fluginsekten so. Eintagsfliegen oder Libellen, die sind als Larve noch immer im Wasser. Und erst wenn sie dann als Imago ausschlüpfen, erst dann werden sie zum Flieger. Die Larven sind, also haben nach wie vor, wenn Sie so wollen, noch eine Reminiszenz an diese Krebsnatur. Und diese krebsartigen Vorfahren hatten wahrscheinlich Kiemen. Aus denen könnten später die Flügel geworden sein. Oder eine Hautschicht könnte die Kiemen geschützt, sich dann vergrößert und zum Flügel weiterentwickelt haben. Fliegen im Mikrokosmos. Es ist ein beliebtes Motiv in Horrorfilmen. Eine überlebensgroße Libelle, so groß wie ein Pferd, schwirrt durch den Urwald und jagt alles, was ihr in den Weg kommt. Doch zum Glück, das funktioniert nur im Film. Denn eine gewisse Größe können fliegende Insekten nicht übersteigen. Zoologe Gerhard Hasbrunner. Und zwar deswegen, weil sich mit zunehmender Größe für das Insekt die Physik der Luft ändert. Je kleiner das Insekt ist, umso zähflüssiger wird die Luft physikalisch. Das heißt, also ein Kleininsekt, also unter 1 Millimeter, das fliegt eigentlich nicht mehr durch Gas, sondern eigentlich schon durch ein Medium, das wir jetzt auf unsere Größe übertragen, schon fast als Wasser empfinden würden. Also der schwimmt eigentlich durch die Luft und fliegt jetzt nicht in unserem Sinn. Insektenflügel sind nicht aerodynamisch geformt, wie wir das von Vögeln oder Flugzeugen kennen. Insektenflügel sind flach und manchmal wie Paddel, mit denen sich die Sechsbeiner durch die dicke Luft fortbewegen. Die größten Fluginsekten, die wir kennen, sind Libellen.
Heute erreichen sie eine Flügelspannweite von bis zu 20 Zentimetern. Doch das ist nichts im Vergleich mit den Urlibellen. Vor rund 320 Millionen Jahren flogen sie mit einer stattlichen Spannweite von 72 Zentimetern herum. Sie gehörten damit zu den größten Insekten, die je gelebt haben. Und sie haben sich im Laufe der Zeit so hervorragend an ihr Medium, die Luft, angepasst, dass sie sich in Körper- und Flügelbau in den letzten 150 Millionen Jahren kaum noch verändert haben. Sie sind perfekte Jäger. Das sind ja Flugräuber. Das heißt, wenn ich natürlich andere Fluginsekten im Flug erbeuten will, muss ich selber noch besser fliegen als die, die ich jage. Also gerade Libellen sind also hervorragende Manövrierer. Die können also auch hier am Stand stehen. Einige können sogar ein bisschen rückwärts fliegen, was also extrem schwierig ist von der Mechanik her. Also das sind wahrscheinlich eine der besten Flieger im ganzen Insektenreich. Welch eine Ironie. Da entwickelten manche Insekten den Flug, um ihren Feinden an Land zu entkommen, um damit die Entwicklung von noch besseren Fliegern anzustoßen, die ihnen genau dort wieder gefährlich werden konnten. Doch es gab einen Trost für die kleinen Fliegen. Auch die Libellen blieben nicht ewig die Herren des Luftraums. Rund 100 Millionen Jahre dauerte es zwar, doch dann verließen auch andere Tiere den festen Boden. Die Zeit der Flugsaurier brach an. Wenn Reptilien fliegen wollen,